So, jetzt muss es gehen, dann steht es automatisch drin. Okay. Wenn ich jetzt zurückblicke auf das letzte Jahr, dann war das eigentlich ein sehr spannendes Jahr, wobei mir viele Ideen für ein Buch gekommen sind und ein Buch, das eigentlich mein Werdegang bis jetzt zusammenfasst, auch meine Erfahrung mit meinem Vater und alles, was ich durch Holofeeling so erfahren habe. Und jede Woche kommen neue Bausteine für dieses Buch zusammen. Und was mich in letzter Zeit interessiert, und deswegen wollte ich dich auch anrufen, würde mich eigentlich freuen, wenn du mich vielleicht einiges über die Lilith erzählen kannst, auch in Beziehung zu der Eva. Das ist eigentlich die erste Frage. Wie soll ich das jetzt erklären? Was mich auch interessiert in der Kabbala, da gibt es auch eine bestimmte Strömung, die Nachtseite, der Baum des Lebens und ja, eigentlich die Frage, wie ich die Beziehung zwischen Lilith und der Eva sehen soll, auch in Beziehung zu den zwei Schöpfungsgeschichten. Ich habe da einiges gelesen, dass da vielleicht ein Erklärungsgrund drin ist. Dass es zwei ist, es sind erst einmal immer zwei Schöpfungsgeschichten, weil das Prinzip mit der zwei, das Hauptproblem ist es kompliziert denken. Du bist in einer Welt, in einer Traumwelt, da steckt die Lilith schon mit drin, die Nacht. Du bist in einer Traumwelt, die so verkompliziert ist, auch von den ganzen Religionen. Diese ganzen Religionen, die ganzen Metaphern, du kannst hier ein und dasselbe Phänomen mit unterschiedlichsten Geschichten darstellen. Das ist immer, wenn ich zum Beispiel Sprichwörter, so ein einfaches Beispiel, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht und Lügen haben kurze Beine. Das sind komplett unterschiedliche Worte, aber drücken eigentlich dasselbe aus auf der Metaebene. Und du wirst immer in Sackgassen hängen, wenn du dich nicht auf den Kern, um was es eigentlich geht, beschränkst. Da hilft dir die Vordersprache. Das ist ein Tipp. Wenn ich zum Beispiel mal sage, ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, du musst das Komplizierte nicht wissen und du wirst, wenn du in die Mythologien abgleitest, aufgrund deines einseitigen Denkens immer wieder Widersprüche finden. Was ein klares Zeichen ist, das Leben läuft in dir. Und das Leben ist ein riesen Vereinfachungsprozess. Es wäre unendlich einfach, wenn du verstehen würdest, dass du träumst. Wenn du das im tiefsten Innern akzeptierst, mit allem, was dazugehört. Und wichtig ist, wenn ich sage, du träumst, es träumt nicht der Matten. Es träumt nicht der, der jetzt vom Computer sitzt. Das sind Protagonisten in einem Traum. Wenn du das im tiefsten Innern verstanden hast, wenn du das erst einmal akzeptierst, ich sage, du sollst nur das glauben, was du überprüfen kannst. Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt in die normale Welt reingehen, das sind immer wieder die Diskussionen, es treffen verschiedene Perspektiven aufeinander. Und dafür habe ich dieses einfache Beispiel der Tasse. Aber auch das Beispiel der Tasse ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung. Ich komme dann noch auf die Lilith kurz zurück, ohne jetzt wirklich kompliziert zu werden, im klassischen kabbalistischen Sinne, weil das auch zerdacht ist. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt, weil es mir gerade in den Sinn kommt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Bücherregalbeispiel nehme. Da steckt rudimentär, steckt die ganze asiatische Lehre der Reinkarnation drin. Aber dieses Beispiel wird durch diese asiatische fehlerhafte Reinkarnationslehre, durch das, dass du meinst, du müsstest diese Leben nacheinander leben, erzeugt es so eine Angst. Darum wollen sich ja viele in die Stille meditieren. Wenn du den Bardo Dödel liest, diese große Angst, wenn man den richtig übersetzt, übrigens, weil das ist es richtig, es geht immer wieder um die Übersetzung der Traditionen und die Auslegung der Traditionen. Wenn du dich jetzt zum Beispiel erinnerst hier an Fiegenstall, wo wir uns das erste Mal gesehen hat, den ersten Fiegenstall-Vortrag, wo ich zum Beispiel hier den Hospitalismus anspreche. Was ist das jetzt aus der Religion, der Naturwissenschaft, der Medizin, was bezeichnet dieses Wort Hospitalismus? Das ist, wenn ein Tier zum Beispiel eingesperrt ist, dass es irgendwie so diese Bewegungen macht. Dann zeige ich die Juden an der Klagemauer, die hier... Dann zeige ich, gehen wir in ein buddhistisches Kloster, wie sie in ihren Zellen sind. Das sind Tiere, die sind eingesperrt. Die werden bewundert, wenn du diesen Religionen angehörst, bewunderst du diese Menschen. Solange du auf der menschlichen Ebene bist, bist du ein Protagonist in einem Traum. Das ganze Spiel spielt sich nur für den ab, der träumt. Es ist ein allereinziger Satz, Matten. Den Traum erlebt nur ein Geist, der träumt.
alle Figuren in einen Traum, auch die Rolle, auch der, der man zu sein glaubt im Traum, erlebt nichts. Darum sage ich, du musst nur akzeptieren, du bist jetzt ein träumender Geist. Mhm. Als träumender Geist bist du etwas, was nicht existieren kann. Weil wenn du einen träumenden Geist dir vorstellst, dass der Matten da liegt im Bett und schläft und hat sich seinen Körper vergessen und das Zimmer vergessen, in dem Moment ist ja der Körper, der da liegt und das Zimmer schon wieder existieren. Mhm. Und darum sage ich immer, du bist nicht in der Lage, irgendetwas Existierendes zu erschaffen von dir als dich selbst, ohne dass du dich zu einem Gedanken von dir machst. Weil das Existierende sind deine Gedankenwellen, du bist immer. Und immer sein heißt, immer sein ist nicht existierend. Mhm. Was existiert, wird nämlich wieder verschwinden mit dem nächsten Gedanken. Das ist übrigens, diese Aussage ist hundertprozentig sicher. Du wirst jetzt merken, dass alles, das da mal zwei Seiten hat, dass zum Beispiel Philosophie, egal was du liest, die Religion eine positive Seite hat. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Du weißt, wenn ich immer die Religionen nehme, ich habe jetzt in einem gewissen Maß asiatische Religionen mit der Reinkarnationstheorie kritisiert. Ich habe die nicht kritisiert, ich habe dich auf was hingewiesen. Mhm. Ich habe das nicht bewertet. Ich habe nur gesagt, dass das extrem trügerisch und fehlerhaft ist. Weil das nämlich aber auch richtig ist, aber nur einseitig. Es ist die Reinkarnation chronologisch gedacht. Mhm. Du liest ein Leben durch in dem Bücherregal und sagst, hoffentlich muss ich keine Bücher mehr lesen. Das ist das Ziel, ich will weg, ich will nichts mehr lesen, ich will nicht mehr da sein. Ich will mich in Stille meditieren, das ist so unendlich geistlos für einen lebendigen Geist, der so unendlich viel erleben darf. Die Schwierigkeit ist die Angst, dass dir was passieren könnte. Und wenn wir jetzt eine Bibliothek nehmen, wie ich das nenne, und jedes Leben, das, ich nenne das nochmal vereinfacht, ein Videospiel, eine riesen offene Welt mit unendlich vielen KIs, Charaktere und Tiere, die auf dem Programm drauf drin. Das ist das Kontinuum, die Einheit. Du bist der Computer, das ist der träumende Geist. Und alles, was prinzipiell in dir auftauchen kann, ist jetzt schon in dir drin. Komplett ohne zeitlichen Denken, hier und jetzt. Mhm. Und jetzt musst du, wenn du zum Spielen anfängst, brauchst du zuerst einmal einen Spielercharakter. Das ist einer dieser KIs, den du mal selektieren und dann erlebst du dieses Leben von dieser KI. Das heißt, der Udo ist irgendwann einmal bei dir auf Seite, ich weiß nicht, wie alt warst du, 37 oder was, glaube ich? Naja, ich bin dann in der Woche 37 geworden. Siehst du, auf Seite 37 ist bei dir dann der Udo in Fiegenstall aufgetaucht. Mhm. Die Seite war schon da, wie du in die Schule gekommen bist. Und jetzt ist es so, wie die Seiten in dem Buch von dir nacheinander gelesen werden, aber nicht chronologisch nacheinander. Du sprichst ja auch die Worte, wenn du eine Seite anschaust, nacheinander aus, aber nicht chronologisch nacheinander, weil jedes Wort sprichst du jetzt aus. Mhm. Und die Worte auf der Seite sind gleichzeitig jetzt. Du weißt, wie oft ich das wiederhole. Die Leute hören das, es erscheint ihnen logisch, die merken gar nicht, die Leute, die Medim, die Toten, die können es nicht merken, weil das Gedanken von mir sind. Ich erwarte das nicht. Ich erwarte das von dem, der mich jetzt sprechen hört. Ich spreche immer nur den an, der mich jetzt ausdenkt. Ja, diese Gleichzeitigkeit, vielleicht soll ich das noch ein bisschen dazu sagen, wie das mit dem Buch, wie es sich bis jetzt entwickelt hat, wie das entstanden ist. Ich habe die erste Intuition, die kam so während dieser Fiegenstahl-Periode, der Gedanken, ein Buch zu schreiben über einen Game Designer, also so einen Spieleentwickler, der sich als Ziel hat, dass die Spielfigur entdeckt, dass dieser selbst in ein Spiel ist. Und es sind ganz viele Sachen dazugekommen. Und dann habe ich entdeckt, jetzt, wie es jetzt aussieht, gibt es drei Stufen. Ich habe eine, wie soll ich das sagen, eine Stufe ist autobiografisch, also auch über mein Leben als Bestatter. Dann gibt es eine Storyline in New York rund um den Zweiten Weltkrieg und in Basel rund 1349. Und letztes habe ich, das sind jetzt einzelne Details, aber gleich vielleicht deutlich, wo ich auf aus will. Ich habe jetzt auch entdeckt die Geschichte von dem Einhorn und alles passt jetzt miteinander und die Lilith kommt dazu. Und du hast mir schon mal erzählt, das war auch ein älteres Gespräch, wie die biblische Person, wie sich das entwickelt, wie das eigentlich der Werdegang des Geistes ist.
Und ich habe mir vor einigen Tagen eine Vortragsreihe von Weinreb über Lilith und Eva angehört. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Wenn als Kain Abel erschlägt, dass Adam und Eva, das ist dann eigentlich der Kommentar dazu, die haben sich dann getrennt und Adam hat dann die Lilith als zweite Frau genommen. Und deren ihre Kinder, das sind dann die Schädem, die Dämonen. Und das beschreibt doch auch irgendwie eine Stufe des menschlichen Geistes. Weil wenn wir ganz zurückgehen, Adam und Eva, Denker und Ausgedachtes, das ist eigentlich die wie soll ich das sagen, die fundamentale Polarität. Und wenn dann Lilith auf der Bühne kommt als eine Art Abwanderung, wie heißt das, von Eva, da passiert etwas. Das ist irgendwie, ist das Abwandlung. Pass auf, wenn du jetzt mit der Vordersprache spielst, und ich sage nur jetzt dieses nicht das Weinreb-Prinzip, ich habe immer früher schon darauf hingewiesen, früher, wenn ich jetzt sage, ich blätter jetzt in dem Buch einmal 20 Jahre zurück, wie das Ich bin du rausgekommen sind, die ersten Ich bin du, du bist ich. Mhm. Und da hat es dann einige gegeben, die aufgetaucht sind, die haben dann gesagt, der schreibt ja alles vom Weinreb ab. Und dann habe ich wieder gesagt, Weinreb ist das so ein Geschenk an die Menschheit. Alles, egal was in dir auftaucht, sind ja wichtige Puzzlestückchen. Und Weinreb ist eine gigantische Sache, aber zu sagen, Hulu Feeling ist für Weinreb abgeschrieben. Das sind ganze Auszüge, sind durchaus parallel mit Weinreb. Ich erwähne den auch in der Zeit, wenn man sich mit der Tora oder mit dem Tenach auseinandersetzt. Aber es ist auch jüdische Tradition durch und durch. Mhm. Kabbala, Zahlenmystik. Und zwar nur in dem Zahlensystem des Judentums. Und ich habe dann ganz einfach gesagt, ohne den Weinreb zu schmälern, ich kann das nur anraten, es ist eine fantastische Reise in die jüdische Mystik, in die Zahlenmystik, was voller Wunder ist, wenn man dann reingeht. Aber es ist ein Problem zu sagen, Hulu Feeling schreibt Weinreb ab. Ich habe gesagt, der Brösel, der Krümel stammt vom Kuchen ab und nicht der Kuchen vom Krümel. Weil vor Hulu Feeling ist ja das nur, auch die jüdische, nur ein Untersystem. Dass ich dasselbe übrigens auch mit dem I Ching mache, im Chinesischen oder mit der Astrologie, das sind nur andere divinatorische Systeme, was ich öfters anspreche. Und die kannst du umrechnen, so wie du zum Beispiel, wenn wir ein und dasselbe Bild abspeichern, einmal PDF und einmal Word, ich habe das gesagt, wir haben einen verbindenden Parameter, das ist das Bild selbst. Richtig. Aber es ist eine komplett andere Zahlenstruktur. Und sobald du von verschiedenen Zahlenstrukturen einen gemeinsamen Parameter hast, kannst du das umrechnen? Mhm. Und, jetzt werden wir aber schon wieder kompliziert. Und darum will ich jetzt kurz auf deine Lilith eingehen. Ich hätte jetzt noch einiges zu dem Bücherregal sagen wollen, was wichtig ist für dein Leben, was wichtiger ist wie solche Gedanken. Das ist das, wenn du die Bücherregal-Metapher verstanden hast. Das ist jetzt mal das, was möglich ist. Sieht es so aus, dass dir klar sein muss, dass du als Leser, wenn du in einer Bibliothek bist, die komplette Palette der Belletristik genießt. Das heißt, du willst nicht immer nur Komödien lesen, du willst auch einmal ein Krimi lesen, du willst ein Drama lesen, das sehr lehrreich ist, das ganz hervorragende Dramen. Oder Liebesfilme mit dem Wehschmerz oder dann Filme, wo das vermischt ist. All das Ganze, hast du Freude dran, das anzuschauen? Ich mache immer wieder schon, bleib mal in der modernen Zeit der Filme, dass du sagst, Mensch, heute Abend der spannende Film, ein Gruselfilm oder ein Krimi, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Das heißt, du setzt dich dann hin und dann gruselst dich. Oder du fängst zum Heulen an in einem Liebesfilm. Das sind echte Tränen, die du heulst, wenn du dich in die Geschichte reinfallen lässt, wie der Udo das immer nennt. Und offensichtlich müsste dir Spaß machen, weil du weißt ja schon, oh, da freue ich mich, wenn der recht traurig ist, werde ich wahrscheinlich wieder heulen. Wo liegt jetzt der Unterschied zu deinem normalen Leben, wo du das immer nur vermeiden willst? Ich habe zum Beispiel bei Liebesfilmen habe ich gesagt, dass alle Liebesfilme bauen im Anfang auf Missverständnissen auf. Und der Film, das Interessante ist, dass da immer wieder was nicht hinhaut und die Missverständnisse auftauchen. Ich sage, und beim guten Liebesfilm und am Schluss kriegen sie sich da. Und der Genuss ist eben dieser Kampf, bis sie sich kriegen, das ist das Grundschema von allen Liebesfilmen. Ich sage jetzt Schlaflos in Seattle oder E-Mail for You zu modernen Kitsch, nenne ich das nochmal Kitsch. Das ist eine Kitsch, das ist Unterhaltung. Ob du das als Unterhaltung ansiehst, mach wieder dein Wertesystem. Es kommt nur von deinem Wertesystem. Das Einzige, was die Amerikaner wirklich können, eine Zeit lang, mittlerweile ist es, sind sie auf einem anderen Trip, aber über viele Jahrzehnte, die haben die wundervolle Filme, diese amerikanische Filmindustrie hat so viele fantastische Filme gemacht,
einmal angelachert mit Bardos ohne Ende, wenn es Kriegsfilme waren, und dann immer doch am Ende mit dem Happy End. Und ich sage jetzt, normale Menschen nennen das dann Kitsch. Wieso ist das Kitsch? Da, wenn du welche fragst, sagst du ja, weil das ja bloß Filme sind, in der Wirklichkeit ist das ja ganz anders. Ich sage, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Meinst du, dein Leben hat ein Happy End? Mein Leben. So sein, du glaubst, dass ja, ja. Das Happy End ist eigentlich jeder Moment, der in dir auftaucht, wenn du weißt, dass du jetzt einen Film anschaust. Dein Leben ist ein Film. Ja. Und das ist dieses glückliche Ende, das fröhliche Ende. Ich bin auch fröhlich, wenn ich sage, ich freue mich schon heute Abend in der Horrorfilm. Das soll recht gut sein. Dann freue ich mich auf das Gruseln. Aber wieso mache ich das? Weil ich die ganze Palette der Belletristik, der Romane genießen will und kann als allumfassender Geist, ohne die Angst, dass mir selbst dabei was passieren könnte, wenn ich das tue. Wenn du einen Horrorfilm konsumierst, kann dir nichts passieren. Du partizipierst an den Gefühlen anderer Protagonisten, die du dir ausdenkst. Der Protagonist, du partizipierst die komplette Palette der Gefühle der Protagonisten in den Romanen, die positiven wie die negativen, und plötzlich sind auch die negativen Gruselstellen, die gruseligen Stellen, sind plötzlich extrem unterhaltsam. Vorausgesetzt, du hast nicht extreme Filter und sagst, so einen Scheiß schaue ich mir nicht an. Damit schränkst du dich schon wieder ein. Jetzt ist es, dass in den Geschichten hast du unsere Polaritäten. Darum sage ich, wenn du jetzt einen Krankenhausfilm hast, dann brauchst du Kranke, sonst macht der Krankenhausfilm keinen Sinn. Naja, stimmt. Und sobald die Kranken nicht mehr existieren, ich sage nochmal, dann gibt es auch keine Gesundheit, dann wird es keine Ärzte mehr geben. Die ganze Krimis wären vom Tisch, wenn es keine Verbrecher gibt. Aber in dem Moment wird es auch keine Polizisten mehr geben. Du musst dieses Prinzip des Aufbaus finden. Und da will ich dir jetzt ganz kurz nochmal was sagen. Zwar habe ich das jetzt hier, die letzten paar Mal, ich glaube, nicht aufgezeichnet auf einer Aufzeichnung, brauche ich jetzt mit dir das als erstens. Ich zeige jetzt einmal das Tassenbeispiel. Der klassische Mensch denkt ja in der Welle. Das habe ich immer und immer wieder erwähnt. Du musst dich das mal davon lösen, dass das der Wellenball kommt und der Wellen da ist, so wie du das jetzt aufgespannt vor dir siehst. Wir wissen, diese Reihe, die Zeitreihe, die wir haben, die können wir jetzt übrigens ausdehnen bis in die Ewigkeit, nach beiden Richtungen. Das passiert bei Lichtgeschwindigkeit, wird ja Zeit durch die Zeitdilatation bei Lichtgeschwindigkeit zur Ewigkeit. Wenn du dir jetzt die Ewigkeit vorstellst als eine unendlich lange Zeitreihe mit unendlich vielen Zeitpunkten, musst du wissen, das ist wie wenn du dir das Bücherregal vorstellst. Ein unendlich großes Bücherregal mit unendlich vielen Büchern, wo unendlich viele Wörter drin sind. Sobald du an das Bücherregal denkst, sind all die Wörter jetzt. Und genauso sind alle Zeitpunkte, die du dir ausdenkst, die du jetzt ausdenken kannst, jetzt. Du stellst die Position in einer Reihe von Zeitpunkten. Du bist bei unserem Sinus, wenn ich hier Transformation mache, schon der Fehler, dass jeden Punkt, wenn ich jetzt hier verschiedene Sinuskurven addiere, um eine Windkurve zu formen, passiert es, ist jeder Punkt jetzt. Das ist eigentlich nur das. Okay? Jetzt pass auf, das sind die zwei Seiten. Und ich sage immer wieder, jetzt machen wir für ganz einfaches Verstehen. Die zwei Seiten symbolisieren den Unterschied, wenn du einen Film anschaust. Einen klassischen Film im Kino, da siehst du zwar viele Unterschiede, aber wir sagen jetzt, der Unterschied zwischen hell und dunkel, Schwarz-Weiß-Film, egal wie viele Facetten es gibt oder zwischen die Farben, das ist der Unterschied. Das sind die zwei Seiten. Du brauchst einen Unterschied, einen Kontrast, sonst kannst du nichts sehen. Ob jetzt das hier nur eine obere Hälfte ist hell und die dunkle Hälfte ist dunkel auf der Leinwand, oder viele Facetten auf dem, es ist ein Unterschied. Das ist einmal der Unterschied. Nehmen wir bloß als zwei. Sobald jetzt der Unterschied auf der Leinwand ist, muss ja hier ein Projektionsdia sein, der Videobeamer oder der klassische Filmdia. Das heißt, wenn wir da zwei haben, müssen auf der anderen Seite nochmal zwei gespiegelt sein. Nehmen wir einfach diapositiv und diapositiv von dem Film. Okay, wenn jetzt zwei da sind, das siehst du, darum hat der Einheitskreis nämlich vier Phasen. Was du rauskonstruierst, ist bloß das Plus und das Minus, aber wir haben mal vier Phasen, vier Quadranten in den Einheitskreis. Wenn du diese vier Quadranten anschaust, wirst du feststellen, davon haben drei Stück ist ein Minus dabei und Plus Plus ist der einzige ohne Minus.
Ich sage immer, der Plus-Plus ist die totale Verbindung und die Unterschied, sobald mindestens ein Minus da ist, ist der Unterschied da. So, und jetzt schauen wir unsere Tasse an. Ich nehme jetzt extra, ich kann nicht bloß, weil die noch voll Kaffee ist. Wir sagen jetzt, die erste Seite, die du siehst, wenn du jetzt die Tasse siehst, du siehst die Tasse und die Tasse ist einfach nur die Tasse. Das ist jetzt 1. Das wäre jetzt der Plus-Plus-Quadrant. Der Unterschied dazu wäre jetzt, die Tasse hat einen Henkel. Jetzt hast du nämlich die Tasse mit einem Henkel. Das wäre der Minus-Minus-Quadrant. Aber dieser Minus-Minus-Quadrant in Verbindung mit dem Plus-Quadrant, mit der Seite hier, hast du ein Plus, Minus, Minus, Plus. Ein Minus, Plus. Das ist Minus, Plus. Wenn das Plus ist, das ist Plus, Plus. Das ist Minus, Minus. Minus, Plus, Minus. Jetzt haben wir die 4 Quadranten. Okay, sobald dir das klar ist, dass 4 da sind, wir haben jetzt aus die 2 4 gemacht, weil wir das angeschaut haben in Bezug auf den Einheitskreis. Jetzt wird es spannend. Was sind die 8? Wenn 4 da sind, müssen ja nochmal 4 da sein. Pass auf, was ich jetzt nicht machen kann. Nicht den Kaffee ausschütten. An Boden und oben eine Öffnung. Ja, richtig. Ich kann jetzt die Tasse auf den Kopf stellen, dann siehst du andere Perspektive von dem Ding. Und jetzt kann man auf den Kopf stehen, nochmal diese durchlaufen lassen, die 4. Das hast du den 4 wieder, die du siehst auf der Leinwand, die wir uns jetzt ausdenken müssen, nochmal 4 im Hintergrund gespiegelt sein. Das ist dasselbe Ding, bloß auf dem Kopf stehen. Sobald du die 8 aber denkst, sind die 8 auf der Leinwand. So, jetzt brauchen wir nochmal welche. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt, wenn da jetzt die 8 auf der Leinwand sind, müssen nochmal 8 da sein. Du musst die Position verändern. Du kannst das komplett an der Tasse nachvollziehen. Und zwar, bisher haben wir uns diese Tasse als Objekt vorgestellt und haben uns entweder die Tasse gedreht, jetzt haben wir in einem gewissen Maß die Relativität, oder uns geistig beim Vorstellen um die Tasse gedreht. Die Bilder bleiben die gleichen. Das heißt, wenn du nur die Bilder siehst, weißt du nicht, ob ich die Kamera um die Tasse drehe, den Beobachter um die Tasse drehe, oder ob der Beobachter statisch ist und ich drehe bloß die Tasse. Das ist ein bisschen Einstein mit drin. Ruhender Beobachter, bewegter Beobachter. Es ist aber, du musst einsetzen, das Phänomen, die Bilder bleiben die gleichen. Jetzt pass auf, und jetzt machen wir, das Ding ist ja undurchsichtig, die Tasse. Wir machen jetzt die Tasse durchsichtig. Wir sagen, die ist aus Glas, dieselbe Tasse aus Glas mit einem Henkel dran. Wir machen jetzt einen Punkt, dass wir uns nicht bewegen. Wir setzen uns gedanklich die Kamera in die Tasse rein. Ja. Jetzt kannst du aus der Tasse, bisher war das ja so, dass du den Henkel, ich bleibe mal bei der Seite, dass du den Henkel siehst und dann kommt die Wand der Tasse. Richtig, dann ist es andersrum. Ne? Wie sieht es aus, wenn du spiegelst, jetzt kommt zuerst die Wand der Tasse und dann der Henkel. Und jetzt können wir diese 8 Seiten nochmal 8 Seiten durchspielen. Jetzt hast du aus der 8 die 16 Seiten gemacht. Ich will dir nur sagen, wenn ich sage, ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen, du musst es arithmetisch weiterdenken. Also das, was ich dir mit Basic mitteilen kann, ist so minimal. Aber darum sage ich, mach es dir nicht schwer, wenn du die einfachen Sätze verstehst. Und ich wiederhole das gebetsmannhaft. Du musst akzeptieren, ich bin ein träumender Geist, ich bin der Einzige in dem Spiel, der immer ist. Ja, ich bin der Einzige, der überlebt. Was ich in dem Bezug, sage ich mal so, den letzten, jetzt hier und jetzt ausgedacht, das letzte anderthalb Jahre gemerkt habe, ist, dass mein einseitiges theoretisches Interesse und auch die Angst, da hat sich was geändert, weil ich auch in meiner Arbeit gelernt habe, mehr aus dem Gefühl und aus der Intuition aus zu arbeiten, weil mein Job ist hauptsächlich der, dass ich Texte schreibe für, wie heißt das, die Familien der Verstorbenen. Und als ich damit angefangen habe, habe ich das sehr planmäßig gemacht, das muss da alles drin sein. Und ich habe dann auch einen Kurs gemacht und da hatte ich ein völliges Blackout. Und parallel zu meinem Werdegang habe ich dann auch eine ganze Menge Gedichte empfangen. Und so hat sich das langsam immer mehr ein bisschen mich installiert. Also sage ich mal so, auch auf der Ebene der gleiche Ebene wie der Märchen und Sprichwörter. Das merke ich immer, das verändert sich. Also dieses fiebrige Suchen nach kleinen Elementen und Details, das lässt langsam ein bisschen nach und immer mehr wächst dieses Verständnis und auch das Vertrauen,
dass der da oben irgendwie einen Plan hat und dass sich das in mir, das richtig, immer, so meine ich das, mein höheres Selbst. Schreibst, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, dass wenn du wirklich dich loslöst von den Matten und du beobachtest dich wertfrei, ich kann jetzt da wieder so viele Sachen dazu machen, dass wenn du ein Gedicht hast, dass dir bewusst wird, wenn jetzt normale, wir denken uns jetzt einmal normale Schriftsteller aus mit ihren Tantiemen, die sich dann GEMA-Gebühren zahlen lassen, weil sie ja so genial sind. Ich sage, was würden die machen, wenn es ihnen nicht einfällt? Sie kriegen das doch geschenkt. Richtig. Wenn du sitzt, du kriegst es doch geschenkt. Es taucht doch einfach in dir auf. Du kannst dir das nicht raussuchen. Woher nimmst du den Größenwahn als Matten zu glauben? Du sagst doch auch, es ist mir eingefallen. Aber dann muss doch das irgendwo herkommen. Und dann setzt du dich selber als Quelle, den du nicht kennst, den du in dir erschlagen hast, um wieder auf den Weinreb zurückzukommen. Ja, ja. Dieses Nichts, das du nicht sein willst, weil du etwas sein willst. Et 70-400 hast eine Erscheinung sein willst, die du versuchst, zwanghaft am Leben zu halten, was nicht funktioniert. Und dann du wirst merken, du denkst dir den Matten genauso aus wie deine kleine Familie. Und darum sage ich, der erste springende Punkt, die Probleme, die du mit deiner Leben, jetzt glaube ich, bist du ja verheiratet, ne? Ich werde dieses Jahr heiraten. Ich habe mein heiraten. Ja, wir sind mit einer zukünftigen Frau, mit einer Lebensgefährtin, die Spannungen, die es gegeben hat. Meine erste Botschaft, Liebe, wenn du liebst, liebst du den Gegenüber so, wie er ist und nicht nur dann, wenn er so ist, wie du ihn haben willst. Das gelingt mir immer die Fähigkeit, besser. Dein Wertesystem zu verändern, das du verändern kannst, hast du. Wenn ich immer sage, du hast zur Zeit nicht die Möglichkeit, den Film zu verändern. Aber das Wertesystem. Aber dein Wertesystem, das kannst du erweitern und verändern, sage ich sogar, dass du alles stehen lassen musst, was schon da ist. Du sollst nicht von der positiven in die negative Seite oder umgekehrt wechseln, in Plus, in Minus, sondern du sollst dir klar machen, dass das eine ohne das andere nicht gibt. Das ist die Vervollkommnung. Oder mal in das reinsteigen. Richtig. Und dann wirst du feststellen, dass du das in der Hand hast, weil du bestimmst doch die Qualitäten der Bilder. Ja, das die Qualitäten richtig. Der Menschen. Und dann sage ich mal mein altes Beispiel, wenn ich durch einen Zoo laufe und ich schaue mir diese ganze Flora und Fauna, die Tierwelt an. Ich kritisiere an keinen aller einzigen Tier rum. Das ist so ein Standardbeispiel. Jedes Tier ist so, wie es erschaffen wurde von Gott. Und jetzt gehen wir in die Welt der Belletristik. Ist nicht jeder Charakter, den ein Autor entwirft, ein Zeichenerwecker. Das kann jetzt der Schreiber sein, der Autor sein, aber auch der Leser ist der Autor. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich mir schon wieder einen Schreiber ausdenke, mache ich schon wieder einen Fehler. Jedes Buch, das du liest, bist du der Autor, wenn du das aufklappst, weil du die Zeichen zu Leben erwächst. Autor, hebräisiert. Mhm. Und diese Charaktere, die du jetzt aufbaust, kann sich irgendein Charakter in einem Buch raussuchen, dass er so ist, wie er von dir ausgedacht wird? Kann sich irgendein Tier, wenn du durch den Zoo läufst, raussuchen, dass es so ist, wie du es träumst? Mhm. Man muss das verstehen, aber erst, wenn man das erste und das zweite Gebot hält. Das heißt, du darfst dir kein Bild als Gotteskind, kein Bild von dir selbst machen, weil dann machst du dich automatisch zu einer Information von dir. Mhm. Das bedeutet das erst, mach dir kein Bild von Gott. Was übrigens wert wäre, dass man das im hebräischen Original, da liegt auch was im Argen, genauer anschaut. Und mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Mhm. Ich sage immer von da draußen, haben wir so oft gesagt. Es ist in mir. Ich denke es mir aus. Alles, was du erlebst, ist ein ständiger Wechsel, Evolution, Revolution im ewigen Hier und Jetzt. Das ist übrigens überprüfbar. Das ist keine Frage von Glauben, blau gelesen. Blauer Glaube ist schlichtweg und einfach für Wahrheit. Mhm. Was jetzt mit Holofeeling passiert, dass jegliche Form von Fürwahrheiten vom Tisch ist, weil ich sage immer wieder, prinzipiell jegliche Art von Religion, auch Weinreb, ist ein reines Fürwahrheiten von etwas, weil er noch an Vergangenheit glaubt. In seinen Schriften. Er weist nicht darauf hin, dass es keine Vergangenheit gibt. Nein, richtig. Es gibt, hast du gemerkt, das war Kategorie 2 Aussage. Ich habe gesagt, es gibt keine Vergangenheit. Das ist eine einseitige Aussage. Selbstverständlich gibt es eine ausgedachte Vergangenheit. Aber die ist hier und jetzt. Mhm. Vergangenheit ist eine Definition einer jetzt vorhandenseinenden Information, die du denkst. Du erschaffst eine Information und diese Information bist du in der Lage, um dich herum gedanklich in Raum und Zeit zu verstehen. Ja. Dem Weinreb jetzt zum Beispiel in die Vergangenheit.
Aber wo ist der Weinrieb, wenn du ihn nicht denkst, und wo kommt er her und wo ist er eigentlich in Wirklichkeit? Hier und jetzt im roten Kopf. Kannst du sofort überprüfen. Wenn ich jetzt sage, wo ist der Udo jetzt? Jetzt müssen wir zuerst definieren, was definiere ich als Udo? Das kleine Pixelmännchen vor dir? Hörst du jetzt den Udo zu und jetzt merkst du, jetzt glitscht es schon weg, jetzt wirst du aufmerksam und merkst, ich höre eigentlich nur irgendwelchen Lautsprecher. Selbst den denkst du dir aus, weil logisch ist ein logisches Konstrukt, dass du irgendwo ein Lautsprecher mit dran ist, die schwingt, sonst wird es die Schallwelle nicht hören. All das Zeug ist Blödsinn. Aber das Schwierige ist, und dann vielleicht kann ich da auch einen kleinen Sprung machen, warum falle ich immer wieder hartnäckig in diese Falle zurück? Das auch, aber hier auf der unteren Ebene, theoretisch kann ich mir vorstellen, dass es da ein höheres Selbst gibt oder eine Ebene, wo die Bücher alle zusammen sind. Das ist schon nicht mehr, weil das schon wieder was Vorgestelltes ist. Ja, okay, aber ich muss mir das vorstellen. Darum falle ich dir jetzt ins Wort. Ja, da musst du die Antenne bekommen, dass du erst das wirkliche Wachwerden, die Wunde, die großen Wunde in dir passieren in dem Moment, wo du nicht nur begriffen hast, weil du das jetzt vom Hörensagen kennst, ich bin ja was, was nicht gedacht werden kann, ob ich jetzt das Geist oder Bewusstsein nenne, egal was du jetzt magst, du stellst dir schon wieder dich selbst vor. Und das Gefühl zu erkennen, dass ich etwas nicht Denkbares bin und während ich das denke, schaue ich meine Gedanken an, dass ich der bin, der jetzt sich seiner eigenen Gedanken bewusst wird. Aber sobald ich an den denke, bin ich der, der sich den ausdenkt. Das habe ich doch so oft gesagt. Du kommst, es sind genau 5 Stufen ab der 5. Stufe, das ist die Quintessenz, selbst unsere 4 Ichs. Wir haben 4 Ichs und UB. Aber diese UB, dieser 5., rot geschrieben, der jetzt die Quintessenz ausgedachterweise darstellt, ist auch schon wieder was Ausgedachtes. Da benutze ich ja den Trick mit dem Rotschreiben. Jetzt haben wir einen roten 6., der sich den 5. ausdenkt, der sich einen JCH, einen Sohn ausdenkt, der dann erkennt, er ist ja 1 mit UB, dann haben wir wieder dasselbe Problem, dann denkt sich dann dieser Ich-UB einen Sohn aus, das bist du, das ist das rote Ich, das ist der, der jetzt sich dieses Gespräch ausdenkt. Und dieses der wiederum braucht jetzt unter sich ein blaues Ich, dass er überhaupt eine Spieler-KI, dass er ein ganz persönliches Leben entfaltet. Das ist immer, wo ich sage, man muss verstanden haben, Martin, dass der Geist, meine 200 Gramm rote Gnede, ist was Untrennbares. Das ist ja immer wieder das Spiel, unser klassisches, wo ich so oft mache, mit dem Glas, das man anschlägt. Ja. Bing! Dass ich dann immer wieder sage, das kann sich nie berühren. Und jetzt kannst du, wenn du mit Physiker oder Arithmetiker machst, die kommen dann auf Zehnern und das ist ja schon längst widerlegt, die denken raumzeitig. Dieses simple Beispiel ist ein eindeutiger Fehler, wo man die in der Schule programmiert hat. Man kann ja auch erfüllen, die Schildbilde gibt es ja mittlerweile die Lösung von dem Xenon-Problem. Das ist eine Lüge. Gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Es ist nämlich, weil das Ego von mir so programmiert ist, dass es sich mit aller Gewalt am Leben erhalten. Wie die Menschen, die zu Ärzten rennen. Da kann der Udo 10-mal sagen, keiner wird auf die Idee kommen, ein Säugling, jetzt denk einmal wieder an deinen Sohn, wie man dir den Großen das erste Mal in den Arm gelegt hat, was ist von dem Gedanken noch über, wenn du ihn nicht mehr denkst. Genauso viel wie vor dem Säugling über ist. Da würdest du gar nicht auf die Idee kommen sein, dieses Ding genauso am Leben erhalten zu wollen, wie es ist. Stimmt oder stimmt? Das heißt, Leben ist eine ständige Gestaltveränderung. Das Einzige, was dabei konstant bleibt, ist der es erlebt. Okay, jetzt pass auf. 200 Gramm rote Gnede und dann die Lösungssache ist ja ganz einfach. Es kann sich nicht berühren, weil es nicht auseinander ist. Es ist immer hier und jetzt. Und jetzt machen wir ganz einfach. Wenn du das Bild jetzt hast, ich sage immer wieder, dann halte ich ja die Tasse hin, ich mache jetzt das einmal und den Löffel, mit dem ich draufschlage, und ich sage, wenn du den Löffel anschaust, hat deine 200 Gramm rote Gnede die Form des Löffels. Jetzt der Finger. Richtig. Wenn du die Tasse anschaust, formt sich die um in die Tasse. Du kannst auch eine Gnede die Form geben, dass beides da ist, aber dann ist das die Gnede der Verbindung der Geister von der Bodenplatte. Ich kann zum Beispiel hier, wenn ich jetzt 200 Gramm rote Gnede nehme, ich kann eine Kugel machen und ich kann einen Würfel machen. Kann ich ja umformen, dieses Spiel. Wenn ich sage, ich kann aber nicht gleichzeitig aus dieser 200 Gramm rote Gnede eine Kugel und einen Würfel machen, kann ich auch. Kann ich einen Würfel machen und eine Kugel drauflegen. Es muss, aber die Gnede, diese 200 Gramm rote Gnede kann nicht getrennt. Ich kann keine 2x100 Gramm machen. Das ist das, was die Leute Geistesfunken
sind nicht kleine Fetzchen Gnede unter 200 Gramm rote Gnede, sondern die ganze ist die 200 Gramm rote Gnede, die als Programm halt bloß ein Bug laufen hat von den Physikern. Jeder Geistesfunk ist der Geist, der vor dem Bücherregal steht. Jetzt weiß ich, ich habe so Bücher zu lesen. Darf ich noch lesen? Die habe ich schon gelesen. Da sind noch unendlich viele Bücher, die noch kommen. Mit ganz, ganz anderen Programmen, mit ganz anderen Möglichkeiten. Okay? Sobald aber dieser Geist ein Buch in die Hand nimmt und das Buch aufklappt, wenn du die Geschichte beginnst, denkst du nicht mehr an den Leser, dann bist du wirklich durch die Geschichte. Das sind natürlich die ganzen Bücher noch da. Aber der Leser ist jetzt reduziert, dieser Geist, der alle Rollen spielen muss, ist reduziert jetzt im Moment auf den, der du zu sein glaubst. Und wenn ich jetzt in diesem Bezug, was du gerade erklärt hast, Folgendes. Ich denke mir meinen Vater aus, der vor 3 Jahren gestorben ist und der aus meiner Sicht auf eine bestimmte Weise sein Leben gelebt hat und der Martin hat zu irgendeinem Zeitpunkt hatte er eine Meinung dazu. Und mittlerweile hat sich da was getan, Vergebung, und mein Vater erscheint mir jetzt anders. Es gibt das Buch von dem Martin, es gibt das Buch von meinem Vater, aber dieses Buch von meinem Vater muss ich mich dann auch nicht, gibt es mehrere Bücher von meinem Vater, weil von meiner Sicht aus ist sein Leben jetzt, ich sehe das jetzt anders. Es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen, die man verstehen kann. Ich mag es jetzt für dich genauer. Ich weiß, was du sagen willst. Das heißt, wenn du wirklich dich selber beobachtet, was du denkst, dann schmunzelst du schon, wenn der Matten jetzt in dir sagt, ich denke mir meinen Vater aus. Dann macht sich der Matten Sohn und der Vater in dem Hintergrundwissen zum Erzeuger. Richtig, dessen, was du zu sein glaubst. Genau genommen erschaffst du jetzt aber beide. Du erschaffst dich selbst. Und innerhalb deiner Logik als Trockennasenaffen ist da ein Vater, der Erzeuger, der Sohn. Aber du musst ganz tief jeden Moment wissen, du bist die Quelle für alles, was in dir ausspringt. Das ist immer wieder Sache, wo kommst du her? Und dann sagt jeder normale Mensch jetzt, die sind so programmiert, die sind gar nichts. Sie sind Figuren, Protagonisten in einem Traum, ich wurde von meiner Mutter geboren. Dann sage ich, ich habe dich nicht gefragt, wo das herkommt, was du zu sein glaubst mit deiner Logik, sondern wo kommt der her, der sich das ausdenkt? Richtig. Jetzt kommst du in die rote Ebene. Jetzt würde ich jetzt schockieren, wenn ich dir sage, ich bin dein Vater. Ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, der sich den Matten und den Udo ausdenkt und du bist dein und ich bin dein Vater. Aber was du sagst, jetzt 16 Perspektiven, merkst du jetzt, was ich meine? Das sind die 16 Perspektiven. Okay. Dass du das drehen kannst, die Positionen drehen kannst und dass du mit der Reife kannst du das verändern. Du siehst die Sachen, wenn du reifer, was ganz anders. In der Jugend ist man so voller Schuldzuweisung. Und ich habe da so eine schöne Metapher, wo ich jetzt wieder, wir denken uns, das habe ich ja ein paar Mal erwähnt, wir denken uns jetzt den Habe Kerkeling. Ich kenne. Und ich habe das Beispiel sehr tiefgreifend. Da gibt es ein Interview von dem, wo er hier von seinem Leben erzählt. Also jetzt nicht irgendwie, was er als Komödiant macht oder als Schauspieler macht, sondern er erzählt einfach in einem Interview von seinem Leben. Und er sagt, er war hier in den jungen Jahren, der ist ja bei seiner Oma aufgewachsen, war ein totaler Hasser von seinem Vater. Mein Vater war ein furchtbarer Mensch. Ich konnte mit meinem Vater überhaupt nichts anhaben. Ist übrigens auch hier, könnte ich jetzt als Udo sagen, ich war Mamakind, meine Eltern waren geschieden. Mein Vater hat mir niemals irgendetwas getan. Ich könnte nur Gutes über ihn reden. Von meiner Sicht aus. Ich habe aber im Hintergrund mein totaler Weiberheld und meine Mutter hat gelitten ohne Ende. Und dadurch hatte ich eine Aversion gegen meinen Vater. Mir selber gegenüber war das der beste Partner. Wenn ich bei dem war, der hat sich den Arsch aufgerissen, dass ich ihn mache. Aber das war ihm drin, diese Einstellung. Habe Kerkeling, wir machen es kurz, der sagt, mein Vater ist ein ganz furchtbarer Mensch gewesen, der ist bei der Oma aufgewachsen und dann, wie ich älter geworden bin, habe ich gesagt, Habe, du wirst nie werden wie dein Vater. Ich zitiere jetzt dieses Interview. Und dann sagt er in dem Interview und dann werde ich irgendwann einmal 35, glaube ich, die Zahlen plus minus ein paar Jahre machen weg, es geht ums Prinzip, dann werde ich irgendwann 35 und ich beobachte mich so, dann sage ich mir, Habe, sei vorsichtig, du wirst langsam wie dein Vater. Du wirst langsam wie dein Vater.
und sage, und jetzt bin ich 45 und ich sage Ihnen, mittlerweile bin ich schlimmer wie ihr. Und was jetzt das Schöne dran ist, ist die Selbsterkenntnis. Ja. Weil das Buch ist ja da, das man macht. Aber jetzt mach mal andere Perspektive, was du sagst, dass du dir in jungen Jahren viele Sachen bewertest, wo du mit der Reife des Alters ganz anders siehst. Ja. Aber was mit Bodo Feeling kommt, ist der absolute Freisprich für alle Protagonisten, die in dir auftauchen. Und so wie ich immer wieder sage, umso aufmerksamer du wirst. Und dazu brauchst du kein großes intellektuelles Wissen. Du musst Bewusstsein sein. Bewusstsein kann man nicht haben. Hm. Wenn du wirklich mit Bodo Feeling dieses Bewusstwerden, dass du mit, als Bewusstsein schaust, du schaust erst dann als Bewusstsein, wenn du nicht mehr werdest. Wenn du in der Lage bist, zu schauen, ohne das, was du jetzt siehst, zu werden. Das heißt, du verlagerst den Fokus auf die Werdungen, nicht auf die Bilder und das Oberflächliche. Bei dir selber sage ich immer wieder, mach dir bewusst, wie du auf Reizauslöser reagierst und wie du die interpretierst, zwanghaft. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Weißenbruch-Vortrag im Wilbertsaal nehme, das sage ich immer wieder, wo ich sage, ein Bild ist ein Bild. War ein Kinofleischer. Mhm. Egal was es ist, ob du eine Zeitung hast, ob du einen Kinofilm siehst und dann schaust du dir das Making-of an, wie die das gemacht haben, wo ja in den neuesten Filmen fast alles nur noch Computereffekt ist. Die Welten, die Landschaften, die du siehst. Wenn du jetzt vor Weihnachten ist der Aladdin. Disney habe ich angesprochen. Disney hat ja zwei ganz berühmte Zeichentrickfilme. König der Löwen, der ist im Sommer in die Realverfilmung. Mhm. Der Aladdin waren ja zwei Musicalfilme, Zeichentrickfilm, auch als real verfilmt. Den haben wir jetzt angeschaut. Der ist in 3D traumhaft schön. Diese orientalischen Landschaften und alles. Und da ist nichts, absolut nichts, selbst von der Prinzessin ihr Tiger, wo sie hat. Der ist nur tausendmal echter wie der von Life of Pi, wo ja hier die vor mehreren Jahren, es ist ja jetzt ausgedachterweise, die letzten 4 Jahre ist ja bewusst ausgedacht, diese Computeranimation von Tieren, diese Realisierung über Computer, Life of Pi war eine Sensation, wie echt der Tiger ist. Der ist ein Nichts im Vergleich zu den Tiger im Aladdin. Mhm. Und da könnte ich dir gleich sagen, schon bei Life of Pi, wenn man den Film vor 20 Jahren gezeigt oder 25 Jahren gezeigt hätte, da wäre der Masse gar nicht aufgefallen, dass der Computer animiert ist. Wenn man genau hinschaut, sieht man es. Bei dem Tiger siehst du gar nichts mehr, der ist echt. Jetzt ist es interessant, auch der Will Smith, der den Flaschengeist spielt, der hat manchmal hier einen Kopf und sein kompletter Körper ist der Oberkörper von einem Bodybuilder. Aber vollkommen real. Ja. Der wechselt es. Und die ganzen Bewegungen, wo der Kopf drauf ist, das ist wie wenn ich jetzt einen Bodybuilder, wenn der kämpft oder wenn er was macht, wenn ich den sehe. Und da weiß man auch, der Körper ist Computer an. Was jetzt das Verrückte ist, wir erklären uns mit Wissen, was in Wirklichkeit ganz anders ist, weil da außen ja gar nichts ist. Du bist schon wieder in der Vergangenheit. Mhm. Und was jetzt interessant ist, was ganz hartnäckig ist, ja, das was man ja alles, ich habe ja das aus das Buch heraus, wie man das jetzt macht, animiert, aber die Schauspieler, die haben das natürlich in der Vergangenheit gespielt, die Rolle. Halt ein Bluescreen oder wie auch immer. Und solange du eine Erklärung hast, die dir logisch erscheint, bist du zufrieden. Ja. Aber jegliche Form von raumzeitlicher Erklärung hätte diese Gefängnis der Raumzeitlichkeit gefangen. Du kommst nicht in die Höhe. Mhm. Was du jetzt feststellen, wenn du mit Bewusstsein schaust, du schaust, wie du zwanghaft werdest, wie du musst nur in einen Chat reingehen und eine Adresse sehen und dann, was ist alles, was in dir aufkommt, kommt jetzt in dir auf. Ob du eine Zeitung hast, ob du aus dem Fenster schaust und plötzlich dein Sohn aufkommt, das existiert nicht, wenn du es nicht träumst. Mhm. Am besten ist den Menschen, wenn du sie nicht denkst. Und wenn dann welche in die Richtung geht, sind wir so, wie sie von dir geträumt haben. Okay? Ja. Und jetzt, was jetzt wichtig ist, wenn du in diese Ebene des Bewusstseins kommst, dass du nur noch schaust, was jetzt ist, dann bist du mit einem Fuß aus dem Gefängnis draußen. Und dann wirst du zuerst erkennen, dass alle, ich nenne jetzt das einfach mal Menschen, alle trocken aus dem in die auftauchen. Absolut frei zu sprechen sind, es sind zwanghafte, wie in einem Computerspiel, KIs, programmierte, Schwamminhalt, programmierte Konstrukt, Werte und Interpretationssystem. Da kann keiner raus aus seiner Haut. Haut heißt wahrgenommene Zeichen. Okay?
Und jetzt ist wichtig, das habe ich oft gesagt, bevor dir das nicht auch auffällt, bei den anderen fällt es da relativ schnell auf, dass das Zombies sind. Bevor dir das nicht auffällt, dass das Spiegelbilder von diesen, die du zu sein kannst, weil du nur deine Spiegelungen um dich herum hast. Ja. Und du wirst feststellen, in dem Moment, wo du das checkst, deswegen, und jetzt wichtig, Martin, ich sage, du musst deine Rolle in deinem Buch weiterspielen. Ich hätte in Fiegensteischer sagen können, dass du Domkleber bist. Und dann warst du zuerst entsetzt und schau mal, was sich in deinem Leben verändert hat und in deiner Einstellung, wie viel du lernen durftest, jetzt wieder vollkommen neue Sichtweisen, wo du dir das nie rausgesucht hättest. Ich sage, ich muss die Menschen in einem gewissen Maß zu ihrem Glück zwingen. In die Lernprozesse. Also wenn du mal ganz tief in dir verankerst, jeder Moment, der in dir auftaucht, jede Situation, ist die beste, die es überhaupt gibt. Ich habe in den Regeln so einen kleinen Satz, dass ich sage, irgendwann einmal, ich benutze jetzt einfach einmal dieses verschlissene Wort Gott, wenn ich in Frieden haben will, muss ich eigentlich bloß das wollen, was Gott will. Weil er hat sich ja dabei was gedacht. Ich muss nur das wollen, was Gott will. Jetzt ist aber die große Frage, was will Gott? Ganz einfach das, was jetzt in dir auftaucht, sonst wird das nicht in dir auftauchen. Und dann ist interessant, dass du das ja steuerst. Das nächste Bild wird ja nicht von Gott gesteuert, sondern von deiner Reaktion drauf. Richtig. Das heißt, das, was ich sage, du siehst wirklich weit über, wenn du wirklich wach bist, wirst du feststellen, dass du zuerst einmal ständig wechselnde Bilder hast. Da habe ich tausende von Beispielen, viele Sachen. Du wirst auch feststellen, dass du dir die Momente nicht raussuchen kannst. Ich spreche nur ganz kurz an, wenn ich jetzt normal rede zu der Person, die du zu sein glaubst, begeistert, sag ich, setz dich einfach mal hin, mach die Augen zu und dann denk dir 30 Gegenstände nacheinander. Du denkst dir den Gegenstand und stellst ihn dir für 2-3 Sekunden bildlich vor. Und dann denkst du dir den nächsten Gegenstand. Und jetzt, du bist ja der, der das beobachtet. Und dann wirst du feststellen, dass du förmlich darauf wartest, was für das nächste Wort es in dir einfällt. Das ist immer zuerst vorsichtig, zuerst Ausrufezeichen, zeitliches Denken. Zuerst kommt dir ein Wort in den Sinn, ich sage immer Eiffelturm, dann stellst du dir den 3 Sekunden bildlich vor. Ganz einfach, bei geschlossenen Augen. Dann fällt dir als nächstes Apfel ein. Das Wort Apfel taucht in dir auf, dann stellst du dir einen Apfel vor und dann kommt das nächste Wort. Und nach 3-4 Gegenständen wirst du feststellen, das ist jetzt wieder, da kommen wir auch sehr genau dran, wirst du feststellen, du wartest förmlich, was als nächstes in dir auftaucht. Du kannst dir nichts raussuchen. Es ist 100%ig sicher. Und es ist immer das Wort da und dann machst du aus dem Wort ein kurzes gedankliches Bild. Wenn du jetzt nur der Beobachter wirst und das nicht bewertest, wird dir bewusst, dass du überhaupt keine Möglichkeit hast, dir rauszusuchen, was du denkst oder wie du reagierst. Das nächste ist, was dir auffällt, dass nicht du zuerst das Wort denkst und dann das Bild machst, sondern dass deine Information des Wortes, die Gnede, die formt sich zu dem Bild ab. Dann wird es wieder zu einem Wort, dann wird es wieder zu einem Bild, weil Wort, W-Ort, ist schon mal das Bild, noch nicht die 16 Seiten, wir haben dann nur 32, aber du stellst fest, die 16 Seiten kannst du nachvollziehen. Die ersten 16 kannst du nachvollziehen. Haben wir gerade mit der Tasse gemacht. Darum kannst du die 4 Ichs nachvollziehen. Der Körper ist nicht der Mensch. Der Mensch, dieser Mensch, das Buch, das Leben, vom Säugling bis zum Kreis an Körpern, plus alle anderen Körper entspringen aus demselben Buch. Das hast du als Denker, denkst du jetzt, wenn du an dich denkst, dass du mal an den aktuellen Körper. Dir ist klar, dass du natürlich auch dir andere Körper sprechen kannst, jüngere und ältere, aber da du die jetzt in die Vergangenheit oder die Zukunft denkst, materialisierst du nur das, was jetzt ist. Okay, du denkst aber als Denker dir nicht nur die Körper von dem, aus der du zu sein glaubst, sondern auch die Körper der ganz anderen Menschen. Das ist übrigens auch interessant. Alle Körper, die du dir ausdenkst, die räumen der Zeit woanders hin. Zumindest vor dich hin. Nur den aktuellen Körper, wenn du den denkst, hast du den Eindruck, du bist im Zentrum des Kopfes, Augen vor dir, für dir. Das geht nur auf den aktuellen Körper, wenn du an deinen jetzigen Körper denkst. Alle anderen Körper, selbst die älteren und älteren Körper, sind dann schon verstreut. Jetzt kriegst du schon das das mittlere Richtige.
Das kann man alles überprüfen. Holofeeling ist kein blinder Glaube, es ist von einem bewussten Geist, jede einzelne Aussage sofort. Jetzt haben wir die Spiegelung. Ich habe gesagt, du hast, wenn du in der Welt der Feinstofflichkeit des Dinges bist, ist immer ein Wort, du kannst, wenn du willst, das Wort zu einem Bild machen, was du aber meistens nicht machst, wenn du denkst. Wenn du jetzt sagst, ich gehe in die Küche, denkst du bloß ganz kurz das Wort Küche und mit Sicherheit nicht an ein Bild. Jetzt wissen wir, deine Küche kannst du wiederum nicht sehen. Deine Küche ist nichts anderes wie die Tasse. Wenn du was siehst von der Küche, das Bild ist nicht die Küche. Sag ich, schon das wird jeden hochintellektuellen Menschen aus dem Gleichgewicht bringen. Bring mir irgendeinen studierten Philosophen, wenn du behauptest, du kannst deine Küche nicht sehen, dass er das Prinzip verstanden hat. Das Wort Küche ist in den Computer, in dir ein Ordner mit unheimlichen. Und sobald du dies siehst, zu dem Chat kommen wir gleich bei der Lilith. Sobald du was siehst, ist dieses Bild eine kleine Facette von dem Ordner Küche, der wiederum, diese Ordner Küche wiederum bloß eine Facette ist. Jetzt kommen wir in den Bereich des Sichtbaren, aber nicht mehr Sehbaren. Die Küche ist ein Zimmer aus deiner Wohnung. Die Wohnung ist schon wieder ein Chat. Wenn du jetzt in einem Wohnblock wohnst, wieder, dann ist meine Wohnung wieder ein Chat aus dem Haus, in dem ich. Das habe ich doch so oft durchgekriegt. Das ist unser Bücherregal mit den Kapiteln, mit den KIs. Und wenn du jetzt sagst, mein Vater, da haben wir gerade weitergemacht, du merkst, ich muss jetzt immer wieder so Spezialbeschreibungen machen. Das ist zwar jetzt eine Figur, dein Traum, das ist ein eigenes Buch. Und da kommen wir jetzt mit Buchmetapher an die Grenzen. Darum sage ich, du musst ihr Videospiel sehen. Weil das Buch ist ja statisch festgelegt. Und in den letzten Selbstgesprächen habe ich gesagt, das ist wieder sehr starke Vereinfachung. Beim Videospiel hast du die Möglichkeit, das ist zwar auch ein statisches Ganzes, der Videospielcharakter, aber der hat jetzt eine neue Freiheitsebene, ohne Freiheit zu haben. Weil eine KI, die reine KI, wird auf jedes Bild so reagieren, wie sie programmiert ist. Und jetzt kommt, das ist der Unterschied zwischen der KI, bis zur Zeit nur eine künstliche Intelligenz, das ist die Schwammigkeit, weil du dich an die Regeln deiner Schwammigkeit setzt. Aber du hättest die Freiheit, die Schwamminhalt zu verfolgen. Das würde aber erfordern, dass du Sachen akzeptierst, wo du zurzeit bekämpfst. Du hast durch deine Maske Filter. Und die Filter haben zwei Seiten. Wir können einen Filter als ein Projektionsdisplay in unser Videobeamer, wo du Unterschiede nach außen filterst, streust. Natürlich jetzt gedanklich auf die VR-Brille. Und im Rückkehrweg filterst du das nochmal. Das heißt, alles, was du dir ausdenkst, denkst du dir aus, ob du willst oder nicht. Jetzt kommt die Schizophrenie. Aber du denkst dir so viele Sachen aus, wo du dir wünschst, dass die nicht mehr in dich reinkommen. Was nicht funktioniert. Jetzt pass auf. Lateinisch das Wort kaputt heißt Kopf. In unserer Umgangssprache im Deutschen, ich weiß nicht, wie es im Holländischen ist, ist kaputt heißt, es zerbricht was. Dieser rote Beroschit, wenn ich immer da oben stehe, Beroschit, mitten dieses Kopfes. Das ist das Wort, das ist nicht der Kopf, wenn ich sage, das wäre Spiegel, das ist nicht der Kopf da und nicht der Kopf. Das ist das dazwischen, der Spiegel dazwischen, der Innerste, frei, der Kopf des Schöpfergottes. Ist niemals was Ausgedachtes. Okay? Mhm. Wenn du zum Träumen anfängst, brauchst du Unterschiede. Ich nenne das immer die Divisionen in dir. Und das ist immer eins durch. Eins ist dieser eine Kopf. Und eins durch ist DI, hast die Öffnung deines Intellekts. Übrigens, wenn wir jetzt das Dalet J als hebräisches Wort von rechts nach links gelesen eingeben, dann heißt es genug, eine genügende Menge. Das, was Moment im Moment da ist, ist eine kleine Facette, das ist wahrlich für dich zur Zeit zum Durchschauen genug. Du merkst jetzt, wie sich das im Hintergrund aufbläht. Wenn wir das spielen, ist es J. J wiederum ist eine intellektuelle Öffnung. Hebräisches Wort dafür ist Hand. Aber da hast du die Quintessenz, du hast es in der Hand. Und AND, Schöpfung einer existierenden Öffnung. ND wiederum alleine heißt auf- und abbewegen. A als Vorsilbe, imperfekt gelesen, ich werde auf- und abschwingen. Das ist deine intellektuelle Öffnung. Das ist Physik, Kleiner. Das ist Holofeeling. Ich kann es nicht oft genug sagen, überragt alles, was die von dir zurzeit ausgedachte Menschheit weiß, geistige Welt.
Und es ist nicht für diese Menschen, die, es ist nicht für die Figuren in deinem Traum. Es ist nicht für den Martin, es ist nicht für den Udo und auch nicht für den, der jetzt vorm Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Es ist für den, der du bist, der immer ist, zu dem ich sage, ich bin du. Ein ganz intimer Akt, da kannst du auch deine Söhne das nicht erzählen, dann selbstverständlich, wenn die Interesse haben, erklär das Prinzip, aber dass du eins bist. Diese chronologische Reihe gibt es, ist schon wieder zerdacht. Es ist alles ganz anders, das ist das Einzige, was ich immer sagen kann. Aber wir bleiben bei den kaputt, jetzt pass auf, ich hole schon wieder zu weit aus. In dem Moment, wo diese Reihe kaputt geht, zerspringt, fängst du zum Träumen an. Die Bruchzahl. Die Bruchzahl, Beruch. Beruch heißt im Geist, aber auch in die vier Weltlegenden. Jetzt bist du im Zentrum von einem Räderspiegel. Jetzt verschmilzt mit Holofeeling, verschmilzt auch die Physik, die physikalischen Formen mit allen Mythologien, über die Sprache und über die Zahlen. Ich erzähle dir was. Aber jetzt pass auf, in dem Moment, wo diese Einheit kaputt geht, fängst du zum Träumen an. Du siehst viele unterschiedliche Sachen, die du alles selbst bist. Das bedeutet Holofeeling. Es ist egal, was auftaucht, es sind Formen dieser Gnete, die du bist. Ken Ede. Und jetzt ist es so, dass sobald sich diese Vielheiten wieder, wenn die wieder kaputt gehen, werden sie wieder eins. Geistige Ehe. Eine Spiegelung. Dann gehen sie nämlich wieder zurück in diesen heilen Kopf. Das heißt, pass auf, wenn ich die Einheit kaputt gehen lasse, werde ich zu einer Vielheit. Aber was passiert, wenn ich die Vielheit kaputt gehen lasse? Da muss ich zwangsläufig wieder eine Einheit sein, muss ich die wieder auflösen. Das ist das Spiegelbild. Und dagegen wehren wir uns immer. Ne? Merkst du, wie präzise das Ganze wird, wenn man genauer hinschaut? Ja, ja. Und es reicht doch, wenn du im tiefsten Innern weißt, dass alles perfekt ist. Und jetzt beobachtest du, was dein Programm, wie dein Programm dir das suggeriert. Und alles, was der Zweite dir jetzt einflüstert, dass irgendwas verkehrt laufen sollte, dass du krank bist, dass was kaputt geht, das ist die Falle, das sind die Fehler, das ist falsch. Faller, die Falle, in die du hineintropfst. Da kommt das Wort falsch her. Ja, in dieser Hinsicht ist meine Arbeit so besonders, wie soll ich das sagen, so lehrreich, weil ich da immer wieder feststelle, ich weiß nicht, das sind jetzt über ein paar hundert Sterbefälle, die ich dann so erlebt habe. Und immer wieder stehe ich für dieser ganze volle Saal mit trauernden Leute. Und dann merke ich eigentlich einerseits, ich setze mich da rein, also ich kann das mitfühlen, aber die gehen dann nachher wieder weg. Und dann löse ich das in mich wieder. Und wenn dann in meiner eigenen, wie soll ich das sagen, in meiner eigenen Familie oder so etwas passiert, dann kann ich bemerken, wie ich damit reingezogen werde. Und dann denke jetzt mal zurück an all den Fällen, wo du die anderen Leute begleitet hast. Da hast du dich doch auch irgendwie losgelöst. Das muss dann doch auch gehen, wenn es deine eigenen Bekannten und Familienmitglieder. Ganz kleine Perspektiven. Das ist jetzt immer wieder, du erlebst nur deine Filter, deine Projektionen und Filterungen, wenn es zurückkommt. Und es gibt dann viele andere, so machen wir mal so eine kleine Geschichte, wie mein Schwiegervater gestorben ist, meine Schwägerin. Ich will mich nicht genauer dazu äußern, auf jeden Fall, da ist so Tradition. Ich bin nicht dabei gewesen bei der Beerdigung, ich weiß bloß, die muss eine Show abgezogen haben ohne Ende, die ist vor Heulen, die wäre fast ins Grab reingefallen. Okay. Da ist so Tradition, dass man hier den Hinterbliebenen dann immer noch ein Kuvert gibt als Unterstützung. Und dann fahren sie heim, die muss eine Show abgezogen haben ohne Ende. Das ist das, was du eventuell siehst bei deiner Trauerrede. Die andere Perspektive danach, wie es im Auto ist, das Erste, was überhaupt passiert ist, die Kuverts aufreißen, weil viel Geld das drin ist. Ist auch, wenn wir die Wohnung ausgeräumt haben, die hat immer noch gemeint, ihr Vater hat irgendwo noch von seiner Rente irgendwo was versteckt in der Wohnung. Ich habe gesagt, ich hatte es gewundert, dass sie nicht versucht hat, den Goldrand von die Wassergläser runterzukratzen. Aber die absolut trauernde Tochter ohne Ende, aber den Hintergrund, dir fällt immer der Hintergrund. Weißt du, bei der Lilly, beim Adam, wo ich schon sage, das Problem, den Adam und die Eva getrennt, das ist eine Einheit. Dieser schöne Segen wie Nikaba, das ist der träumende Geist. Dieser träumende Geist, der entsteht in Vers 26, 27 im ersten Kapitel. Als letztes
Du darfst die Schöpfungssache immer wieder nicht chronologisch nehmen. Das ist wie wenn ich jetzt sage, ich habe ein Auto und dann sage ich, und da sind Reifen und da ist ein Getriebe und da ist ein Motor, dann zähle ich Sachen auf. Und jetzt haben wir wieder das Problem, dass bei der Schöpfungsgeschichte, sobald ich zeitlich denke, meine ich, das kommt nacheinander. Beim Auto ist mir klar, dass die Teile gleichzeitig da sind. Ja. Verstehst du? Das ist die Schwierigkeit. Und die Vorstellungen, die du hast, ich bin immer, ich habe so darauf hingewiesen, in dieser Programmiersprache Ivry ist es ja so, dass zum Beispiel schauen und sehen ist ja dasselbe Wort wie Lunge. Okay? Das ist dasselbe Wort wie Lunge. Jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Darum sage ich im Deutschen, das deutliche Deuten, Auslegen, Deus, Deus, die Gottessprache, das Erklärungsmodell ist Deutsch. Da haben wir die Spiegelungen, die Darstellungen, die Vorstellungen, da hast du jetzt, das sind alles Sehvorgänge, hast du das Wort Lunge schon mit drin. Ist überhaupt nicht erkennbar, wenn einer sich mit Hebräisch nicht auskennt. Jetzt gehe ich aber einen Schritt weiter. Die Sehvorgänge bauen ja auf Licht auf, ausgedachten Licht auf. Das hebräische Wort für Licht schreibt ich 16200. Or. 207. Okay? Das hebräische Wort für Luft schreibt sich 16200. Das ist im Prinzip auch dasselbe Wort. Da schiebt sich bloß noch ein kleiner Gott mit rein, ein J mit rein. IR hin. Eine intellektuelle Berechnung. Das ist jetzt, merkst du, dass da ganz, auf einer ganz, ganz anderen Ebene Zusammenhänge da sind. Darum haben wir ja in der Kabbala vor unseren Kindern. Das ist das nächste Problem. Jeder plappert nach. Ich habe gesagt, das System ist verkehrt. Man sagt, Keter ist 1, Kopf ist 2, Bina ist 3. Keter, die Krone, das ist, was dich umzingelt. Das ist schon das Null. Das ist das hier. Diese Krone, die sagt man, das ist jetzt eigentlich der Geist. Wobei die ja nochmal drei Stufen drüber haben, nämlich das Or. Dann das nächste Stufe ist Or Sub. Das Licht von. Das Bewusstsein UB, ich mache jetzt das mit der Vordersprache, und dann Or, Sub, Entschuldigung, Ein heißt nicht existieren, nicht Or, Entschuldigung. Die oberste Stufe ist Ein, das heißt nicht existieren, das Absolute. Dann kommt Ein Sub, der nicht existieren, das nicht existierende Ende. Sub heißt ja Ende, SUB, SOB, Waff dazwischen. Ein, so passt das nicht existierende Ende. Das ist jetzt schon ein ausgedachtes nicht existierendes. Ganz am Anfang steht es absolut nicht existierende, das ist bloß AI. Sobald ich mir ein nicht existierendes Ende denke, ich sage jetzt, denken wir mal an einen Unfall, der noch nicht geknallt hat. Das ist ein Sub. Und jetzt kommt ein Sub Or. Das ist dieses nicht existierende Ende ist Licht. Ich nenne es immer, das ist der Projekt, wenn unsere Lampe hier im Video gibt. Das flackert nicht und das ist die Quelle für alle Filme, die da herausgestolpert über Raum und Zeit. Die man uns jetzt natürlich auch denkt. Dann kommt Keter. Und ich sage Keter, das heißt ja auch umzingelt. Es schreibt sich Kof-TR. TR ist ja eine Reihe. Okay. Dieses Tafresh ist eine Reihe im Wörterbuch. Das heißt eine Spiegelwahrnehmung. Das Kaf vorher ist ja eine Spiegelwahrnehmung. Jetzt kriegst du, wenn wir die zwei Spiegel haben, den Der Kreis, der aber Tunnel, nichts ja. ist. Der nichts ist. Eigentlich alles eine Einheit, weil die ganzen Spiegel bloß alle einzige Spiegel sind. Plus eins, minus eins aus dieser Eins, die nicht denkbar ist. Das ist die Trinität, ist eins, wo wir ein Plus eins und ein Minus eins rausgenerieren. Das ist eins durch zwei. Okay? Die zwei ist die zwei Nichts-Nichtse. Die ersten zwei Spiegel, den ich in der Hand halte und den ich sehe. Ich bin aber der in der Mitte. Könnte ich auch nochmal, Phänomene habe ich auch in Rande angesprochen, würde ich total verblüffen, wenn wir das Spiel machen mit dem Spiegel. Bist du noch dran, ja? Jetzt, Ja. dann sagt man, Kogma ist die Weisheit, das ist dann die zweite Sephira, Bina ist das Wissen, das ist die dritte. Und ich sage, das ist Blödsinn, wenn ich die Zahlen anschaue. Kede ist 0, die Weisheit ist 1 und Bina die 2. Bi in mir sind 2, Bi heißt ja schon 2 auf Griechisch. Muss ich als 2 setzen. Wir verschieben das jetzt um 1, dann ist am Schluss Malkut, ist nicht die 10, der kleine Gott, sondern die 9. Und jetzt wirst du merken, macht das einen Sinn. Das ist immer die Rückseite. Das ist dir fällt in den ganzen Denken, alle, die du dir ausdenkst. Denk an mein Klingelingeling Beispiel. Ich sag, du erklärst dir, wieso dein Handy klingelt. Du hörst ein Geräusch und sagst, ja, da ist eine Kirchenglocke aus. Du hörst ein Geräusch und sagst, das sind Vögel.
Und du bist so programmiert, der Zweite zwingt dich zu glauben, dass die Vögel, die Glocke, das Handy die Ursache ist für das Geräusch, das du hörst. Mhm. Die ganze Physik und die ganze Religion macht diesen Fehler in deiner Welt. Das ist ein Fehler in deinem Führerscheinprüfung. Ich renne nämlich die Kausalität auf den Kopf, das ist ein Zirkelschluss. Mhm. Ich kann doch nicht die Ursache von etwas, das jetzt in mir auftaucht, etwas setzen, das ich mir nur denke, weil das in mir aufgetaucht ist. Weil ich das Zwitschern höre, denke ich an Vögel. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, weil da außen Vögel sind, auch wenn ich nicht dran denke, höre ich das. Das kann ich immer nachvollziehen, aber das ist, also in meiner Welt ist es natürlich auch so, deshalb ist es so hartnäckig. Ich habe noch niemals eine Situation begegnet, wo ich zum Beispiel dieses Vögelzwitschern-Geräusch höre und jemand weist mich, zeigt zum Beispiel auf ein Auto. Guck mal, dieses Ding macht dieses Geräusch. Also es ist immer dieselbe. Wenn ich sage, Martin, wenn ich sage, wenn du dich nur beobachtest und keine Wertung mehr hast, wirst du zuerst einmal feststellen, und auch das, wenn ich mein Klingelingling Beispiel, ist so eine unendlich tiefe Metapher, die du sofort überprüfen kannst. Du hast jetzt einen Glauben, das ist dein Intellekt, du erklärst dir alles mit diesem Schwamminhalt, wo du auch sagst, das ist meine Meinung in der Politik, es ist mein Geschmack. Du selber hast keinen Geschmack, der Geschmack ist dein Schwamminhalt. Das habe ich immer wieder, wenn ich erzähle, ich kritisiere nicht, ich beschreibe, Martin. Ja, ja. Wenn jetzt junge Mädchen, die du dir ausdenkst in deinem Traum, weil ich dich das träumen lasse, sich zupflastern mit der Dusche bis zum Es geht nicht mehr, weil das zurzeit in ist, modern ist, wenn dieselben Charaktere den Schwamminhalt hätten, dass er glauben würde, sie wären jetzt hier 30, 40 Jahre vorher geboren, hätten die das nie machen lassen. Mein Zungenpiercing-Beispiel. Die zerrissenen Jeans. Ich sage immer wieder, wenn ich 18, 19 war und es wäre so eine Jeans, ich wäre mit der Jeans nicht auf die Straße gegangen. Das ist dein Geschmack. Das ist das Erste, wenn ich Geist bin. Ich muss meinen... Ich mache dieses Vorwort. Das allererste Buch, wo Holofeeling draufsteht, von 1989 ist das. Da geht es nur über Stereoanlagen. Da ist noch nicht groß irgendwie was. Und da habe ich ein Vorwort drin. Und da steht eine kleine Sache, wo es heißt, wenn Milch, Milch ist ja Kalaf, das Weltliche, wenn Milch mein Lieblingsgetränk ist, wird nichts und niemand mich davon überzeugen können, dass Milch nicht schmeckt, weil mir schmeckt ja. Es ist ja mein Geschmack. Das könnte ich mir erklären, dass Milch Laktose hat, dass es ungesund ist, dass es gefährlich ist, aber sie können mich nicht davon überzeugen, dass Milch nicht schmeckt. Das kann sein, dass ihnen nicht schmeckt, aber wenn es nicht drängt, mir schmeckt es ja. Wenn du das einmal durchdenkst, dass wenn dir irgendwas schmeckt oder gefällt, wird dich keiner davon überzeugen können, dass das nicht schmeckt oder nicht schön ist. Dann steht da drin in dem Vorwort, das wirft elementare Fragen auf. Das heißt, ich muss nämlich meinen eigenen Geschmack in Frage stellen, was kein Mensch macht. Ich nehme jetzt das Wort Geschmack, weil das ja sofort für ihn das Gefühl ist, das ist richtig, das ist schön. Und jetzt sage ich immer, und jetzt frage dich einmal, warum? Darum habe ich diese kleinen Beispiele, wenn ich sage, wir denken uns eine Welt, wo es noch keine Tattoos und kein Piercing in ist. Und die Tochter kommt heim, und der Vater sagt, pass auf, Tochter, wir fahren jetzt wohin, ich lasse da Eisen durch die Zunge und durch die Nase schießen. Wie reagiert dann der natürliche, jetzt mache ich dieses ironische Wort, gesunde Menschenverstand? Wobei ich jetzt wieder darauf hinweise, in Ich bin du heißt es, du wirst irgendwann einmal, jeder redet von einem gesunden Menschenverstand. In Ich bin du im ersten Band heißt es, das Erste, was wichtig ist, dass du erkennst, dass das Pathologischste, was überhaupt in dir drin ist, das Krankhafte ist, ist genau das, was du mein gesunden Menschenverstand nennst. Das ist die Quelle für alles Leid. Das ganze Leid, das du erlebst, erzeugt dein angeblich gesunder Menschenverstand. Und die Menschen, die du dir ausdenkst, bis hin zu deinem eigenen Körper, den du dir ausdenkst, garantiere ich dir, dass da nicht so niemand leiden muss, weil Figuren und Erscheinungen in einem Traum immer so sein werden, wie du dir das denkst. Es ist dein Leid. Da kann ich dann hunderte Male in Selbstgesprächen darauf hinweisen. Wenn du Zahnschmerzen hast, selbst mit deinem Intellekt muss dir klar sein, dass dein Zahn das nicht spürt, was du spürst. Du spürst es, nicht der Zahn. Wenn du jetzt einen Roman liest und da wird einer gefoltert oder du schaust dir einen Film an, weder die von dir ausgedachte Romanfigur muss leiden,
noch der Schauspieler in dem Fokus leiden? Ja, aber wenn das doch Wirklichkeit ist, wer bestimmt jetzt das? Es ist das eine wie das andere, deine Informationen und Informationen, die leiden nicht. Das müssen deine Informationen sein. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das heißt, jegliche Art von Sympathie, Matt. Ich nenne jetzt dich Matt. Ich rede aber immer nur mit dem Geist, der sich im Matt ausdrückt. Mhm. Der muss nicht unbedingt glauben, dass er der Matt ist. Jegliche Art von Sympathie, von Mitleid ist sinnlos. Wenn wir jetzt einmal normal denken, wir denken uns Menschen aus. Da ist ein gewisses Leid, sind leidende Menschen in der Menschheit. Muss dir klar sein, wenn du mit irgendeinem Menschen sympathisierst, mitleidet, geht es durch dein Mitleiden denen ja nicht besser. Das heißt, du vermehrst durch Sympathie das Leid in deiner Traumwelt. Wenn du jetzt aber erkennst, als Geist, dass Gedanken von dir nicht leiden können, nichts und niemand, gar nichts, dann erkennst du die Sinnlosigkeit von Sympathie. Ich habe auch darauf hingewiesen, der Weg geht in die Apathie, in das Nichtleiden. Aber das wäre jetzt einseitig. Kann ich leiden, obwohl ich nicht leide? Dann schau dir einen spannenden Film auf, auf den du dich freust, und dich gruselst und du hast Angst oder du heulst in ein Liebestrauma. Du heulst mit, weil du dich in diese Gefühlswelt hineinfallen lässt. Und jetzt genießt du die Tränen, wenn ein schöner, trauriger Film ist. Oh, heute Abend habe ich früher mal wieder gesagt, heute Abend kommt wieder vom Binde verweht. Du hast ihn schon 10-mal gesehen und freust dich, weil da kann ich immer so schön. Also was? Leid, kein Leid. Das ist die Heiligkeit. Was du gerade gesagt hast, das kann ich nachvollziehen. Wenn ich denke, dass ich jetzt mal von, zum Beispiel ich traure, von meiner Sicht aus, wenn meine Freundin dann mit mir mitleidet, dann hilft mir das nichts. Aber was ich merke, wenn sich jemand um mich kümmert und auch versucht, mich zu unterstützen, das tut innerlich etwas mit mir. Das kann mir helfen, wieder aus dieser Situation rauszukommen. Du gleich abkürzen. Alles, was du einen anderen tust, tust du für dich selber. Im Positiven wie im Negativen in deinen Aktionen. Das ist einmal das Allererste, weil wenn jetzt deine Freundin eine Figur, ein Buch in dem Bücherregal ist, wirst du immer wieder merken, dass du alle Rollen spielst. Wenn du jetzt jemanden bescheißt, wirst du irgendwann einmal, ich sag dir sogar wann, jetzt in dem Leben, das du auch liest, an die Stelle kommen, wo einer in dir auftaucht, der dich bescheißt. Das ist dann das Interaktive. Wenn dir irgendeiner hilft, wirst du irgendwann einmal, oder wenn du jemanden hilfst, wirst du irgendwann einmal auch das Buch jetzt, alles immer jetzt, lesen, wo dann hier dir einer hilft oder dir dich bescheißt. Das heißt, du bist das Maß aller Dinge und all deine Richtersprüche verstrecke ich an dir selber in einem anderen Leben. Und von einer höheren Ebene aus gesehen, sind das Helfen oder Bescheißen beide gleichwertig? Die geben diese... Das musst du die Fähigkeit haben, dass du plus minus wertfrei siehst bei mir 4 Seiten. Dass ich immer wieder sage, wir haben zuerst einmal plus und minus. Das habe ich versucht, einmal ganz einfach in meinem One-Night-Stand-Beispiel zu zeigen. Das Plus, wenn der One-Night-Stand passiert, kann das positiv sein und es kann negativ sein. Ob es positiv oder negativ ist, was du magst, ist es, warum magst du es. Du kannst durchaus zum Beispiel einen Döden, Sterbehilfe, es Leid verringern und was Positives machen. Vergesst die normale Normal und du kannst dann Döden, weil du den Loser bist, dann ist es negativ. Der Vorgang ist erst einmal, wir töten jemanden. Warum? Ist es ein Gnadenakt oder ist es ein, das will ich nicht mehr? Da wirst du merken, die Spiegelungen, jetzt können wir übrigens bei dem Beispiel wieder unsere 16 Seiten durchspielen. Du kannst einen am Leben lassen und es kann negativ sein. Das heißt, Ärzte verlängern das Sterben, das sind Krankheiten erfinden. Die Debatte mit zum Beispiel jetzt Organspende und so weiter und so. Du wirst irgendwann einmal merken, dass die tiefste innere Triebfeder wirklich nur Geld verdienen ist oder scheinheiliges Mitleid. Mit der großen Dummheit zu glauben, dass hier der Sinn des Lebens darin besteht, dass du möglichst lang als Trockenhausnaffen am Leben bleibst. Das ist, wie wenn ich sage, es ist der Sinn des Lebens, dass man möglichst lang in der Fahrschule bleibt, weil man den Führerscheinprüfungsbogen immer wieder falsch ausfüllt. Es ist alles Existierende ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Und wenn ich jetzt nur sage, begreif doch, ein Säugling löst sich auf, und wenn da ein Schulkind da ist, gibt es von den Säugling nichts mehr. Er ist natürlich als Seite im Hintergrund, auf der Datei verändert sich der Datei überhaupt nicht. Die ist ewig. Ich rede von existierenden Dingen.
Das heißt, das Leben kann sich gar nicht weiterentwickeln, wenn keine Vernichtung ist. Und jetzt sind solche Idioten, die meinen, da müssen irgendwelche Sachen müssen für alle Ewigkeit da außen so sein. Das gilt sogar für das heliozentrische Weltbild. Das ist vorläufig, es ist alles vorläufig, Mann. Das heliozentrische Weltbild ist eine Vorstellungsform wie das geozentrische Weltbild oder das ptolemäische Weltbild oder was du dir ausdenkst. Und all die Weltbilder, du kannst jetzt wieder im Internet nachschauen, was die Menschen schon alles geglaubt haben. Zu allen Zeiten haben immer gemeint, das, was aktuell ist, ist es, jetzt haben wir es. Es wird nie aufhören. Die Wahrheiten von heute sind, wo die Geister von morgen drüber lächeln, wie blöd die waren. Das ist ja schon innerhalb deines jetzigen Lebens, wenn du zurückblätterst und du schaust dir den 16-, 17-jährigen Matten an, was der auf dir für einen Scheißbart hat, wo du den Kopf schüttelst und sagst, bin ich damals blöd gewesen. Das ist ein Phänomen, das ist ein göttliches Phänomen. Mein Barbie-Puppen-Beispiel, wo ich sage, dass immer dein jetziges Problem das größte Problem ist. Wenn du jetzt wieder ein neues Problem hast und ich weise dich darauf hin, weißt du noch, was du damals für Angst gehabt hast, wie du dich aufgeführt hast, weil ich dir die Barbie-Puppe nicht kaufen wollte? Ach Mama, das kann man doch gar nicht vergleichen. Komm doch nicht mit dem alten Krampf. Jetzt habe ich ein Problem. Ich sage, ja, wenn du jetzt weiter wartest, wird dies eben genauso zu einer Lächerlichkeit wie jedes Problem, das du jemals hattest. Wenn du loslassen kannst. Wirst du jetzt wieder 10, 15 Jahre warten, bis du erkennst, dass das eine Lächerlichkeit ist. Lass doch gleich los. Das nützt nichts. Was du machst, ich wiederhole und wiederhole und wiederhole. Ich merke, wenn der Geist da ist. Und ich kann es immer nur den Geist erklären, der mich jetzt beobachtet, der genau zuhört, was ich sage, was ich erkläre. Und solange du noch glaubst, du bist der Figur, mit der ich rede, wirst du es nicht verstehen. Du hängst dich immer an welche glaubt. Denk einmal jetzt die ersten, wo du sagst, ja, ich bin in der philosophischen Strömung, in der philosophischen Strömung. Es gibt keine philosophische Strömung, die nicht ein Gegenteil hat. Holo Feeling ist keine philosophische Strömung, es ist eine Summa Summarum von allem. Ich weiß. Alles, egal, was er behauptet, es ist richtig. Das ist das Erste schon, was wichtig ist. Es sind Puzzlestücke von meinem heiligen Ganzen. Das heißt, du verlierst das, was du jetzt glaubst, verlierst das Haar, verlierst du nicht durch Holo Feeling. Du kriegst das Haus zurück. Ne? Haus hast, dann wird es ein kleines Untersystem, wo gar nicht mehr so interessant ist. Und wenn du von mir mal einen Satz bekommst, du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt wohne. Was ist dann noch das Wort Haus oder der Buchstabe H? Ein Hinterphänomen, das gar nicht mehr wichtig ist, weil deine Vorstellungen bei dem Satz was ganz was anderes darstellen. Ja. Ich bin wirklich der ich zu sein behaupte, Matt. Vertrau mir. Aber ich habe jetzt nicht den von dir ausgedachten Udo gemeint, sondern dich. Ja, ja. Ich selbst, der du dir das alles ausdenkst. Der uns beide ausdenkt. Genau so ist es. Darum sage ich immer wieder, ein Träumen, wenn du träumst, jede Figur, die in deinem Traum auftaucht, jeder Protagonist, alles, was der jetzt erzählt, ist das, was du träumst. Also mach dir Gedanken, wo der Traum herkommt oder wenn du eine Rede schreibst hier für Beerdigung. Dann wirst du immer mehr verstehen, was du selbst bist, rot geschrieben. Und das ist nicht für die Menschen. Das heißt, darum soll ich immer wieder, da gibt es eine Kassette oder wo man eintreten könnte, auch wenn man sich einmal zu ein paar Brösel trifft. Das sind ganz normale, du warst im Fliegenstall, ganz normale, unscheinbare, einfache Menschen. Das ist eigentlich fast wie bei Jesus. Der hat nicht groß mit den Schriftgelehrten, die wollten mit denen nichts zu tun haben. Das waren Fischer, das waren ganz einfache Menschen, mit denen er zu tun hatte. Das ist auch so ein Geheimnis der verborgenen Harmonie der Dinge. Okay, Martin, lassen wir es gut sein, oder? Vielen Dank, ich habe schon einiges zu verdauen, glaube ich. Ne? Bild noch eine Runde Matten. Es ist, du wirst merken, wenn du alte Gespräche anhörst, ich erzähle immer dasselbe. Ja, ja. Du wirst immer ein bisschen mehr verstehen. Ja. Okay? Ich bedanke mich. Jetzt ausdenken natürlich, ne? Jo. Ciao. Tschüss.